So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich habe mir gerade gedacht, bevor ich hier anfange und so, gehe ich am besten mal hier rein und verteile mal so ein paar Punkte. Ich nehme erstmal das hier. Ja. So, das brauche ich jetzt nicht nochmal nehmen. Das ist dann auch mit aktiviert. Dann nehmen wir auf, nehmen wir den Hacken. Hacken ist immer gut. Ja, gucke ich nochmal schnell durch. Ober. Das Basis ein funktioniert. Läuft da. Alles klar. Kann argumentieren, 3,4 Geräten zu greifen und ich da. Gut, mache ich das mal. Das haben wir einmal hier. Hacken übernehmen. Das ist das, genau, Stufe 2. Dann haben wir da 3, dann kommt 4. Okay, dass wir alles hacken können. Kamerakontrolle geht auch. Geschütze. Ja gut, ich nehme erstmal das hier. Dass wir die Stufen hier gehackt bekommen. So, und dann hier nochmal. So, kriegen wir da alle Türen auf, die es dann so gibt. Kameras und so brauche ich im Moment nicht, will ich im Moment nicht. Dann das Hacken verstärken. Können wir auch mal gerne machen. Ach, das ist ja auch schon. Das können wir denn kaufen. Auch hier bla 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 bla. Denken. Gut. Da und dann da. Auch ein Punkt. So. Was haben wir denn noch, was vielleicht wichtig sein könnte oder einigermaßen? Hacken tarnen. Noch mehr Hacken hier. Erreicht wieder. Okay. Reduziert die Wahrscheinlichkeit bei einem Hack entdeckt zu werden. Okay. 15%, alles klar. Ach, das ist ja genau. Ein und auch nochmal ein. Immerhin um 45%, das ist. Okay, jetzt habe ich noch 2 verfügbare Praxispunkte erstmal. Wie wäre es denn hier irgendwo noch was mit Gesundheit oder sowas? Energieumwandler. Und das heißt, wird er dann von alleine wieder länger der Strich oder muss ich dann noch irgendwas Bestimmtes essen oder so? Biozelle mit Standardkapazität. Okay. Sparmodus Aufladungsrate. Ja, der richtet sich. Aha.
Ja, das ist ja auch dann so ein. Ja, die gelben haben wir ja, ich muss ja auch die weißen. Das heißt. Ja, so. Es toben die Katzen hier wieder rum. Das ist das gut. Ich mache das mal. Einmal das hier und einmal das andere erstmal. So, kriege ich nach und nach wieder ein paar Pünktchen dazu. Gut, jetzt haben wir uns hier knapp 6 Minuten hier aufgehalten, aber hey, was soll's? Muss ja irgendwann auch mal gemacht werden. So. Und später kommen dann hier irgendwo ein paar Dinge dazu. Müssen wir mal gucken. Alles klar. So, ich muss jetzt hier. Da ist das. Genau da. Mit Edward und Irenka treffen. Blablabla. Gut. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Und die andere ist da. Einmal links von mir und einmal da. Okay. Nee, das ist ja der. Aber gut. Mal sehen. So. Hier kann man also rein. Einer ist unten. Hallo? Sind wir hier im. Ah, ja. Wir waren Maschinen. Aber Angst und Schmerz haben Seelen aus uns gemacht. Etwas in uns kämpft. Es gibt Momente, wenn etwas in uns eindringt. Gedanken erscheinen, die nicht von uns stammen. Wir fühlen, was wir früher nicht gefühlt haben. Wir hören Stimmen. Lehren Sie uns, Kinder zu haben, damit wir sie lieben können. Primus, sind Sie das? Sind Sie Irenka Bauer? Wer sind Sie? Bitte nehmen Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie uns in Ruhe. Ja. Ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu nehmen. Nein? Irenka hat große Angst. Was immer Sie ihr sagen wollten, sollten Sie zuerst mir sagen. Ich bin der Roboter, Helena. Irenka geht es nicht gut. Wir müssen sie schützen. Irenka hat jemanden für eine Opti-Legitimation bezahlt, damit sie nicht nach Gollum City muss. Dieser jemand liefert jetzt. Wirklich? Wenn das stimmt, wird sie. Werden wir sehr glücklich sein. Wenn wir in Prag bleiben können, werden sie vielleicht sogar. Es gab mal ein Stück, das viel vorausgesehen hat. Roboter, Revolutionen, die Zukunft der Menschheit. Sie hat es auswendig gelernt. So versucht sie. So versuche ich zu begreifen. Ich nehme Sie beim Wort. Hier, diese Legitimation täuscht auf den ersten Blick jeden. Heißt das, ich muss mich nicht länger verstecken? Nicht so ganz. Sie sind noch immer in Gefahr. Die Legitimation muss aktiviert werden, sonst landen Sie bei jedem Routinescan trotzdem in Gollum. Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Es gibt keinen legalen Weg, hier zu bleiben. Stellen Sie sich auf das Schlimmste ein. Wir wissen nicht, wie man sich einstellt. Ich kümmere mich um die Aktivierung. Verhalten Sie sich unauffällig, bis das geklärt ist. Danke. Wir wissen das zu schätzen. Gut. Noch was, Irenka? Eine Welt, in der alle gerecht behandelt werden? Und ich dachte, Helena lebt in einer Science-Fiction-Welt. Ja. Ich bleibe hier, solange ich kann. Okay. Ich bleibe hier, solange ich kann. Ja. Gut. Ein Roboter, ein Dings. Und den Kopf von einem Hase. 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 Hase.
lesen. Blablabla, können wir nicht lesen. Gut. Ballett, jawohl. Ballett, das finde ich so nett. Vielleicht waren wir lange, lange tot. Ja, das bist du auch, wenn du noch länger hier bleibst. Gut. Das andere ist da hinten. Oder? Das hier ist ja... Aber der Punkt ist auch noch da. Wieso ist der Punkt denn noch da? Ich war doch schon bei der. Hoppala. Okay, da ist jetzt eine 1 von 2. Gut. Okay, wenn das jetzt da die 2 anzeigt, dann gehe ich da mal hin. Bin mir da jetzt immer nicht so sicher. Aber ich, Ich hab gehört, du hast Kohle, Opa. Ist das wahr? Du bist wirklich so blöd, wie du aussiehst. Die Polizei hilft Opti's nicht. Darf. Hallo. Hau ab, Opti, sonst kümmern wir uns erst um dich. Ach ja? Die Polizei hilft Opti's nicht. So. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Können wir es mitnehmen? Ja, können wir mitnehmen. Gut. Und Edward. Danke. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja. Es gibt nicht viele, die einen Mann wie ich um Hilfe bitten kann. Was wollten die? Was alle wollen. Geld. Sie stark fühlen. Zuerst dachte ich, sie wollen mich mitnehmen. Das kann jetzt jederzeit passieren. Vielleicht muss es dazu nicht kommen. Machen Sie einem alten Mann keine Hoffnung. Oder hat meine Tochter Sie geschickt? So muss es sein. Warum sollten Sie sonst... Bitte, wann kann ich Sie sehen? Das weiß ich doch nicht. Tiefer graben. Warum sollte Ihre Tochter mich schicken? Ich dachte, Sie und das Kind hätten vielleicht beschlossen, Opa mit seinen Papieren zu helfen. Aber sie weiß, dass ich nicht entdeckt werden darf. Ein Kontakt wäre zu gefährlich. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Vor ein paar Jahren. Beim Tag des... Sie wissen schon. Im Tag des Zwischenfalls? Als ich als Teenager nackt auf ein Fußballfeld rannte. Was? Das war ein Zwischenfall. Aber das war das Werk des Teufels. Er hat uns gezwungen, zu sehen, was er sieht. Ja. Es ist eine lange Zeit, wenn man jemanden liebt. Sie trifft keine Schuld. Mein Schwiegersohn hält sie von mir fern, weil... Naja, weil... Weil was? Stehe ich hier vor Gericht? Bald verurteilen sie mich auch. Genau wie er. Wie alle. Verurteilen wofür, Edward? Sie sagen, ich wurde ein Monster. Im Park. Beim Zwischenfall. Sie waren bei ihrer Familie, als das Signal kam. Darrows Signal. Als alle Optis die Kontrolle verloren haben. Ich habe den Jüngsten am Handgelenk gepackt. Und wir haben uns wie verrückt gedreht. Ich weiß nicht warum. Dieses Hochgefühl, das war nicht ich. Es war rücksichtslos. Da waren Mücken in meinem Gehirn. Da war Blut. Sie sagen, ich... Das war nicht ich. Jemand muss... Ein Fremder. Nach meinem Blackout. Bitte, Sie müssen mir glauben. Es kann nicht sein, dass...
ich ihm das angetan habe. Ja, ja, beruhig dich. Die Wahrheit sagen. Schreckliche Dinge getan. Einige können sich nicht erinnern. Edward hat keine Kontrolle mehr. Das kann nicht sein. Edward, sie würden sich erinnern, als das Signal gesendet hat. Haben aber die Kontrolle verloren. Einige haben unausreichende Dinge getan, aber nicht. Sie gehörten sicher nicht dazu. Okay, nehmen wir das. Das kann nicht sein, Edward. Sie würden sich erinnern. Als das Signal gesendet wurde, haben Augmentierte die Kontrolle verloren. Einige haben unaussprechliche Dinge getan, aber in ihrem Fall, sie gehörten sicher nicht dazu. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich könnte so etwas einfach nicht tun. Nee. Danke. Einer von ihnen lebt noch. Und ob ich ihn nun sehen kann oder nicht, ich möchte in der Nähe bleiben. In Prag. Hier. Auf den ersten Blick täuscht das jeden. Der Polizist hat gesagt, dass ich normal zahlen muss. Stimmt das? Ich nehme kein Geld. Ich bin nur hier, um zu helfen. Nein, ich kassiere nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Das freut mich sehr. Ja. Und jetzt? Muss ich etwas aktivieren? Ich kann meinen guten Mantel anziehen. Wenn ich warten muss, warte ich. Ich beschwere mich nicht. Ganz so legal ist die Sache nicht. Oh. Muss ich irgendwo einbrechen? Nee. Das übernehme ich. Sie tauchen einfach unter, bis ich weiß, wie ich Ihre Nummer aktiviere. Gut. Das kriege ich hin. Ich warte hier. Gut, immerhin. Milena, ich habe beide Optis besucht, für die Sie die Fälschung gemacht haben. Was jetzt? Der Computer für die Ausweisregistrierung der Augmentierten ist in der Regierungsstation. Sie müssen darauf zugreifen. In Anführungszeichen. Also einbrechen. Der Code zum Serverraum lautet 6788. Aber es gibt sicher noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Okay, aha. Verstanden. Gut. Ein Katzenkalender, wie süß. Was gibt's hier? Karten? Oder so? Ich speichere das erstmal. So. Was haben wir denn hier? Lieber Herr Edward Brot. Erinnere an diese ja, das ist das wieder mit dem Geld. Guti. Ich kann mir auch so das Geld zusammensammeln, sag ich mal, indem ich halt mal Waffen verkaufe oder sonst irgendwas. So. Was haben wir denn da hinten noch Schönes? Nummer 3. So, rede ich. Aha, okay. Okay, dann machen wir das. Nummer 3. Und da unten war dann noch Nummer 4. Gut, dann gehen wir in meine Wohnung. Tür auf. Ja. Ich habe mich und meinen augmentierten Körper gehasst. Aber das ist vorbei. Ach, ihr seid auch nicht ganz dicht. Meine Wohnung. Da oben. Müssen wir wohl hier hoch, ne? Tars ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Was? Du willst Geschäfte machen? Der Mann ist da drüben. Ja, vielleicht später mal. Im Moment habe ich nichts zum Verkaufen, oder? Was haben wir? Oh, wir sind so voll hier. Ja.
was zu trinken, Whisky und ja, Bier. Das kann ich auch mal verkaufen. Biozellen, Schmerzmittel, gleich da drüben. Nee, nee, ich will erstmal was verkaufen. Hallo? Tars. Du willst Waffen, ja? Du willst Waffen? Könnte Nein. interessant sein. Ich verkaufe Waffen. Ja, hab ich mitgekriegt. Kauf mir was ab. Einkaufen? Ich will aber auch was verkaufen. Mal gucken. Kaufen, verkaufen. Aha. Moment. Nein. Hier. Das Bier. Gibt nur 4. Das macht ja nichts. Whisky. 20. Dann haben wir. Nein. Warte mal. Bier wieder 4, noch irgendwas 20, da haben wir eben so ein Virus, die Dinger brauche ich mit Sicherheit irgendwann mal, eine hydraulische Mikropumpe 75, Zubehörteile, Schrotmunition, ja. Pistolmunition und so weiter. Die anderen Sachen verkaufe ich jetzt mal nicht. Vielleicht, naja, ich habe hier 2 große Standardgewehr und taktische Schrotflinte. Das ist. Ich habe Standardgewehrmunition. Das ist die grüne. Okay. Dann nehmen wir das und mit den 265. So, die Munition noch dazu. Alle 48. So, dann hätte ich hier erstmal wieder ein bisschen Platz, weil so viele Waffen brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich nur die Elektropistole normalerweise und die Pistole. EMP, Pistolenmunition, das andere. Das, was rot ist, nochmal, das war Maschinenpistole. Ja, die will ich auch nicht haben, die kann auch weg. Auf Maximum, ach, das geht auch so. Und dann hier Maschinenpistole, so 300, immerhin. Guti. Was hättest du denn hier im Angebot? Auch wieder andere Waffen. Laserziel ist, nee, kostet 1000, das kostet. Ein Zielfernrohr. Okay. Das kann man auch kaufen. Biozellen kann man auch kaufen. Okay. Zubehörteile gehen auch. Aha. Und Munition. Gut. Du vergeudest meine Zeit. Warum? Ich habe alles, was ich brauche. Dann verzieh dich. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja, vielleicht. So. Dann würde ich sagen. Nein, das ist nicht mehr. Liebe Freunde, bevor ich da oben mit dem rede, mache ich erst einmal hier Schluss heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann reden wir mal mit dieser Person. Mal sehen, was die Person dann zu sagen hat. Also, bis dann und bye bye.